Oh, Leute, 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 endlich darf ich's euch zeigen. Hype! Ja, ihr Lieben, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Equestrian The Game. Was ich jetzt gerade im BlueStacks Emulator spiele, ich weiß jetzt nicht, wie flüssig das hier schon läuft. Es scheint nämlich im Hintergrund doch zu laggen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, woran das liegt, weil oft liegt es auch an BlueStacks. Das Ganze ist natürlich auch nach wie vor eine Beta. Ich bin ja nach wie vor Beta-Tester und gestern war der Soft-Launch in Neuseeland und das heißt, ich darf euch ab heute auch Inhalte zeigen. Ich habe nämlich nochmal Rücksprache mit dem Team gehalten. Und das heißt, ich möchte euch so ein bisschen präsentieren, was es momentan schon so gibt und was auch künftig noch dazu kommt. Das werden jetzt wahrscheinlich erstmal nur ein paar Folgen werden, aber ja. Und unten, ich habe keine Ahnung, fragt mich bitte nicht, Leute, warum da unten in der Ecke No Signal steht. Ich habe keinen Plan davon. Das ist irgendwie ein Problem, was ich jetzt mit BlueStacks habe, wenn ich OBS laufen habe nebenher. I don't know. Ich kann natürlich mal schauen, was passiert. Ach, wenn ich die Cam anmache, bin ich davor. Moment. Was war denn da mit meiner Stimme los? Muss ich nur mal? Muss ich nur mal? So, die Leuchten alle anmachen. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht machen, weil ich dachte, es ist eigentlich hier hübscher, wenn ihr nichts anderes seht. Meine Haare sind heute sowieso eine Katastrophe, aber. Hallo und herzlich willkommen. Play! Wir starten in die Beta rein. Ich hoffe, wir starten rein, denn ich habe es ja auf dem Handy schon getestet und da habe ich natürlich schon einen Spielstand, aber es scheint hier nochmal zu funktionieren. Continue. Erstellen wir uns erstmal unseren Charakter. Wir können uns auswählen, ob Männlein oder Weiblein. Ich werde eine Frau spielen. Und hier können wir jetzt auch die Figur ändern. Wir können auswählen, ob wir relativ voluminös sind. Eher normal oder doch ziemlich schlank. Wobei das ziemlich schlank, finde ich, passt tatsächlich relativ gut zu mir. Würde ich tatsächlich sogar sagen. Also ich glaube, so würde ich mich erstellen. So sehe ich mich. Hautfarbe. Ich würde sagen, da bin ich damit ganz gut dabei. Ja, kommt ungefähr hin. Ich bin vielleicht ein bisschen anders von der Farbe, aber. So, wir können auch unsere Gesichtsform einstellen. Rundes Gesicht, eckiges Gesicht oder herzförmiges Gesicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich eher sagen, dass ich zu dieser Form hier tendiere. Und die Form unserer Augenbrauen, beziehungsweise die Augenbrauen von gar nichts bis hin zu unterschiedlichen Versionen können wir auch einstellen. Finde ich auch sehr cool, dass wir hier so unterschiedliche Möglichkeiten haben. Bei einem Pferdespiel ist das nämlich nicht selbstverständlich, ehrlich gesagt. So. Das kann man eigentlich so lassen. Augenfarbe braun. Nase. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, Width, die Breite. Das ist natürlich jetzt noch momentan auf Englisch. Das wird sich aber auch noch geben. Also wir werden auch noch die Möglichkeit haben, das Ganze auf Deutsch zu spielen. Aber das kommt erst später. So, tatsächlich habe ich leider eine kleine Hakennase, wie ich finde. Mag meine Nase nicht so gerne. Also von vorne ja, aber nicht von der Seite. So, Lippengröße. Ich glaube, ich bleibe da einfach mal. Ja, nehmen wir mal das hier. Also die Oberlippe. Meine Oberlippe ist recht schmal. Unterlippe kann ich mich nicht beschweren. Und die Breite vom Mund können wir auch einstellen. So, und die Haare. Haben wir auch zur Auswahl unterschiedliche Frisuren. Oha, die hat ziemlich dünne Haare. Da habe ich ja noch volle Haare. So. Ich glaube, ich würde am ehesten. Also die Haare gefallen mir jetzt optisch noch nicht ganz so gut, leider, muss ich sagen. Ich glaube, da würde ich jetzt hierzu tendieren. Was haben wir denn hier? Ashy Black.
guck mal, wir können sogar uns Strähnchen machen. In der Theorie, wenn wir das möchten. Ja, das ist mal mega. Muss ich nur erstmal gucken. Die Unterschiede der Haare erkennt man leider nicht ganz so gut. So, aber ich würde sagen, so können wir das machen. Ich hätte gerne aber noch dunkler braune Augen. Ich glaube, das kommt dann noch eher hin. Next. So, Name. Nehmen wir mal Cuddy Gaming, aber ich glaube, das wird sowieso alles zurückgesetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich nehme Cuddy Gaming. Das Ganze bestätigen wir jetzt und dann kommen wir jetzt auch schon dazu, unser Pferd zu erstellen, wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber auch sein, ich täusche mich. Also schauen wir mal, was jetzt kommt. What's this? A horse was found outside the estate. Was ist das denn? Ein Pferd wurde außerhalb des Anwesens gefunden. So. Und da haben wir es. Ein schwedisches Warmblut. Das ist ein, ja, ich weiß nicht, was ist versatile? Vielseitig? Das ist eine vielseitige Rasse, die zu jeder Disziplin passt. Stärken sind der Charakter, Springen, der Schritt und der Galopp. Der Araber. Diese Rasse lernt sehr schnell und hat eine überragende Ausdauer. Stärken sind die Ausdauer, die Schnelligkeit und der Charakter. Welsh Cob. Dieses etwas sture Pony, oder was heißt Sturdy, wird für unterschiedliche Wettkämpfe genutzt. Stärken sind die mentale Stärke. Ja, also Charakter wieder, genau, Stärke, der Schritt und der Trab. Der Friese, wow, der sieht auch mega cool aus, oder? Diese kraftvolle Rasse ist bekannt für ihre schwarze Fellfarbe. Ursprünglich kommt sie aus Holland, aus den Niederlanden. Und das ja, ist aber recreational use. Ich weiß nicht, was recreational heißt. Muss ich passen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall wird er auch für, kann ich ihn streicheln, für Wettkämpfe genutzt. So, das sind die Rassen, die wir momentan hier zur Verfügung haben. Ja, das Warmblut wäre eigentlich für uns am interessantesten. Welsh Cob fände ich aber auch sehr cool. Friese fände ich auch mega. Vielleicht nehmen wir das Welsh Cob, aber mich juckt es in den Fingern, ein Pferd zu nehmen, was nicht ganz so, ja, was einfach so ein bisschen was anderes hermacht, sage ich jetzt mal nochmal, als ein einfaches Warmblut, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Hier haben wir jetzt die Fellfarben und Leute, sind die nicht hübsch? Oh, guck mal, der Cremello, Grullo. Oh, guck mal, sieht aus wie mein Gotland. Wie Pixel Knight. Also die finde ich total toll. Richtig hübsch. Vielleicht können wir das Pferd aus dem Trailer nachbauen. Hier haben wir Varianten. Hier seht ihr das. Light Slate Grullo, Silver Grullo, Lobodan oder Golden Grullo. Das sind jetzt halt Namen, ganz ehrlich. Ich bin froh, das haben wir aber auch hier nach unterschiedlichen Light Bay, Copper Bay, Bloody Bay, Darkish Bay, Dark Bay haben wir hier. Bluish Black, Standard Black und Bluish. Also ihr seht hier so einen kleinen Blaustich drin, so einen kleinen Blauschimmer. Unterschiedliche Fuchsfarben, das hier ist auch eine tolle Farbe. Ich find's mega. Guck mal hier, Liver Chestnut. Buckskins haben wir unterschiedliche Farbtöne.
Also ich finde das ganz, ganz toll, was wir hier so für Möglichkeiten haben beim Erstellen. Ich finde es echt klasse. Das hier könnte da aber auch gewesen sein, Light Done, den wir vorher erstellt haben. Genau, und das ist der Flexen. Wo wir dann eben auch immer nur die entsprechenden passenden Fellfarben zu auswählen können, Mähnenfarben. So, ich würde vielleicht fast sagen, wir nehmen den hier. Dann kommen wir zu den Markings. Sehen wir jetzt bei der Mähne gar nicht. Warte mal, hier haben wir nur eine. Ich muss niesen. So, also bei der Mähne sehen wir das jetzt gar nicht so richtig. Wir haben hier den Stern, wir haben die Blässe, die ist wunderschön, die breite Blässe, eine Schnippe, eine Schnurblässe, ein Stern mit einer Schnippe, den Keilstern haben wir. Dann haben wir hier, kann ich nicht drehen, irgendwie geht das glaube ich, ich weiß nur gerade nicht wie. Und ein Badgerface haben wir auch noch, also hier die Laterne und dieses Badgerface. Jetzt sehen wir es so ein bisschen besser, aber ich glaube ich werde das hier nehmen. Leg Markings. Können wir mit dem Schieberegler nicht komplett frei einstellen. Wir haben keins. Eins, zwei, drei, vier Stufen von der Höhe der Abzeichen an den Beinen. Ich weiß jetzt hier tatsächlich gar nicht. Ich finde das total schön mit dem weißen Kronrand einfach nur. Ich glaube, wir machen das so oder machen wir das nicht so? Nee, wisst ihr was? Ich lasse das komplett weg. Genau. Mane and Tail, da können wir jetzt hier auch die Länge einstellen. Geflochtene Mähne haben wir hier. Längere Mähne, so eine kurze sportliche Mähne, eine lockige Mähne und eine lockige lange Mähne haben wir tatsächlich auch. Ich glaube, da würde ich diese Mähne hier nehmen. Ich finde, das sieht sehr, sehr putzig aus bei dem Pferd. Und der Schweif, da haben wir auch den Standardschweif geflochten, halb geflochten und so ein bisschen welliger. Ich glaube, da nehme ich den Standardschweif. Die Augen können wir auch einstellen. Wir können sogar die Augen unterschiedlich voneinander einstellen, die Augenfarben. Was ich auch sehr cool finde, mache ich hier vielleicht ein blaues Auge. Ich glaube, dem gebe ich da ein blaues Auge. Genau. Und hier können wir jetzt die Persönlichkeit festlegen. Wir haben hier charismatic, also charismatisch, ein Eleganz quasi in Vollendung in der Bewegung. Jumping Prospect. Ein begabter Springer, natürlich begabter Springer. Positiv, ein natürlicher Arbeitswillen, dieser Will to Please, wie man auch so schön sagt beim Hund. Swift haben wir da, das ist Agilität und Schnelligkeit. Und Powerhouse, das ist, wenn man ein Pferd hat mit einer, ja, Strong Physical Foundation, mit einem starken, kräftigen Körperbau. Ich würde jetzt einfach mal den Springer nehmen. Und hier können wir auswählen, oder hier sehen wir, wie unser Pferd, was es für eine Persönlichkeit hat. Jetzt ist es so ganz cool und gelassen. Das hier ist eine gute Mischung. Und das hier ist aber schon, wenn er richtig Pfeffer hat, ne? Ich glaube, ich tendiere zu dem Pferd, was Pfeffer hat. Mag ich lieber. Und hier unten haben wir dann auch entsprechend Stats, die das Pferd haben kann. Hier haben wir zum Beispiel Adamant. Das ist eine Fähigkeit, dass das Pferd unter Stress noch gechillt bleiben kann. Dann haben wir hier die Waage Balanced, dass das Pferd wirklich an ability to exert the right amount of energy to recover. Okay. Exert, weiß ich nicht, was das heißt. Irgendwas mit Energie, Ausdauer wiederherstellen und so weiter und so fort. Was haben wir hier? Exzentrisch. Dieses Pferd hat eine Menge Energie und ist sehr, sehr aktiv. Es kann sich vielleicht auch schon mal so ein bisschen komisch verhalten. Dafür wird auch die Energie schnell wieder zurückkommen. Und dann haben wir, das ist so die Haupt... Ne? Das hier ist
Punkt 1 auf dem Baum und hier unten können wir noch 2 auswählen, theoretisch. Oder wir können hier unten 3 auswählen, auch möglich. Quasi so Skills. Dann haben wir Ambitious. Das ist eben ein Pferd, was Aspiration for Greatness and Tendency to Overreach. Ja, dass es einfach ambitioniert ist, dass es gut lernt und auch schon mal die Erwartungen übertrifft. Dramatic. Das ist ein Pferd, was sehr, sehr stark auf die Einflüsse oder auf die aktuelle Verfassung reagiert. Dass es eben deutlich besser im Turnieren sein kann, wenn es in guter Form ist, aber auch deutlich schlechter, wenn es eben in nicht so guter Form ist. Dann haben wir ein cleveres Pferd. Das ist ein Pferd, was einfach schneller lernt. Dann haben wir sensitive. Wenn man ein sensitives Pferd hat, ein sensibles Pferd, dann ist die Stimmung eher mal unterschiedlich. Und tough. Das heißt, dass das Pferd sich nicht so leicht verletzt. Also ich finde das ja eigentlich ganz cool mit dem Eccentric. Schneller Lerner finde ich gut. Clever also. Und tough würde ich noch mitnehmen. Und dann haben wir hier noch die Größe, die wir einstellen können. Ganz klein bis ganz groß. Das heißt 1,60 bis 1,37. Ich nehme mal 1,55. Next. Er ist jetzt ein Hengst. Wir können das durch einen Klick hier unten drauf, glaube ich, auch umstellen. Genau. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Blue. Wegen dem blauen Ei. Auge. Jo. So, und jetzt haben wir hier das Zertifikat. Dieses Pferd ist mit, ist auf der Equestrian The Game Datenbank registriert, auf der internationalen. Und dieses Zertifikat kann transferiert werden. Das heißt, wir können die Pferde ja auch verkaufen. Owner Histories achieved and retained for the life of this horse. Das heißt, man kann auch immer gucken, bei welchem Reiter es wann wie gewesen ist, bei welchem Besitzer, solange das Pferd lebt, können wir das immer noch nachvollziehen, woher es mal kommt. So. Aber mache ich das? Vielleicht mache ich das auch doch nicht mit dem blauen Auge. Doch, machen wir jetzt einfach mal. 2017 ist er auf die Welt gekommen. 4 Jahre alt. So, zack. Ist es nicht einfach total toll gemacht? Ich finde es richtig, richtig schön. Are you ready? Let's ride the horse back to the estate. Das können wir gerne machen, aber nicht mehr heute. Ich würde sagen, die Folge hier ist lang genug. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und je nachdem, wie sehr ihr den Daumen nach oben ballert und Kommentare schreibt und mir zeigt, wie sehr ihr die nächste Folge sehen möchtet, werde ich dann entscheiden, wann die nächste Folge kommt. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.